Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu den neuen Top-Partien und diese Woche wirklich eine ganz besondere Top-Partien-Challenge. Nämlich gibt es als Belohnung für die gesamte Top-Partie ein Team der Woche-Spieler-Set. Das ist auch der Grund, warum ich diese Challenge hier heute nochmal hochlade. Ich habe ja geplant oder umgefragt, ob ihr gerne eine Lewandowski Road to Glory sehen wollt, wo es hauptsächlich um SBCs geht. Dort werde ich wahrscheinlich auch nochmal diese SBC machen, wenn ihr die sehen wollt nochmal. Dann können wir damit vielleicht auch ein bisschen Gewinn machen. Wäre auf jeden Fall schon mal interessant. Ich bin natürlich gespannt. Und hier in der heutigen, in diesem Video werdet ihr auf jeden Fall nur einfach mal die Packs sehen. Hier soll es nicht um die Mannschaften gehen. Das sind mit Sicherheit nicht die günstigsten Mannschaften. Ich gehe da auch nicht weiter durch. Ich habe da einfach die Spieler genommen, die ich im Verein habe. Das sind mit Sicherheit nicht die günstigsten. Also würde ich euch nicht raten, die nachzubauen. Also die günstigere Variante wird auf jeden Fall dann in der Lewandowski SBC kommen. Die Challenge hier ist ziemlich teuer, weil Hannover und Braunschweig Spieler aktuell sehr, sehr teuer sind. Kostet, glaube ich, 8k ein Spieler teilweise. Von daher müssen wir da auf jeden Fall mal durch. Gut, dass ich die Spieler schon im Verein hatte aus Bronze-Sets. Dann Manchester United gegen Chelsea gehen wir auch mal schnell durch. Blind und Batshuayi sind hier unsere beiden Spieler. Und auch hier habe ich viel zu viele seltene Spieler verwendet, von daher ist es eigentlich nicht so zeigenswert. Genauso wie Spartak Moskau gegen Zenit, da habe ich einfach eine komplette russische Ligamannschaft gebaut. Und hier bekommen wir ein seltenes Verbrauchsset und dann würde ich sagen, widmen wir uns auch gleich mal den Sets, halten wir uns nicht lange auf hier mit den einzelnen Mannschaften. Wie gesagt, im Detail werden die günstigen Mannschaften dann nochmal in einem anderen Video kommen. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was wir hier so rausbekommen an Packs. Zusätzlich zu den Top-Partien werde ich jetzt hier auch noch das Foot Birthday Set aufmachen. Das für die 8 SBCs, die wir jeden Tag gemacht haben, da gibt es 30 Objekte. Und wir haben eine Chance auf einen Spieler vom Geburtstagsteam, also von den Foot Birthday Karten. Das wird auf jeden Fall auch noch in diesem Video kommen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Nur-Spieler-Set. Ich bin echt mal gespannt, wer rauskommt. Hier auf jeden Fall schon mal kein seltener Spieler, war auch nicht zu erwarten, ehrlich gesagt. Und ja, trotzdem war gute Karten eigentlich dabei, die wir gebrauchen können. Für andere SBCs, Kramaric sicherlich, für Hoffenheim, für die Bundesliga-Challenge wird auf jeden Fall dann jetzt demnächst oder in den nächsten Tagen dann in der Beginn der Road to Glory zu sehen sein, wenn ich dann den Lewandowski mir als erstes mal holen werde. Nächstes Set, Jumbo Premium Gold Set. Mal schauen, ob wir hier irgendwas Gutes dabei rauskriegen. Außer dem Team der Woche Spieler. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt tradable ist. Das könnte ich jetzt gleich mal nachschauen. Danilo, Petersen, Kaderabek. Auf jeden Fall nochmal ein paar gute Bundesligaspieler. Die packe ich auch mal auf die Transferliste, würde ich sagen. Und die Manager können wir abstoßen. Und dann geht es direkt mal weiter, würde ich sagen, mit dem nächsten Set. Seltene Verbrauchsobjekte, gerade jetzt zum Start der Weekend League, auch sehr, sehr geil. Wieder 4 Team-Fitness-Karten, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Und ja, jetzt kommen wir dann auch schon zu den 3 guten Sets. Prime Elektrum-Spieler-Set ist jetzt nochmal nicht so ganz gutes, aber vielleicht haben wir trotzdem mal Glück. Der Stern ist durchschnittlich. Das ist Maxwell von Paris Saint-Germain, auf jeden Fall auch eine ganz solide Karte, muss man sagen. Haben wir sonst noch irgendwas von Wert? Sieht nicht so aus, können wir dann irgendwann wieder in SBCs verwenden und die stoßen wir ab. Werden mir nicht so viel bringen, schätze ich mal, die 3. Von daher gehen wir da direkt mal weiter und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das ultimative Set auf und zum Abschluss dann das Team der Woche Set. Drücken wir einfach mal die Daumen, dass was Gutes bei rumkommt im ultimativen Set. Hoffentlich eine Foot Geburtstagskarte, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die sind natürlich alle untradable, aber würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne nehmen. Drücken wir einfach mal drauf und kein Walkout auf jeden Fall, aber eine Foot Geburtstagskarte, wer ist es? Rechter Flügel, Kandreva, richtig geil, das ist richtig geil, die Karte werde ich auf jeden Fall verwenden, irgendwann mal. Kann man gut in der Mannschaft mit El Shaarawy zusammen reinpacken, sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ja, und die sind untradable, also nehmen wir sehr, sehr gerne mit, viele 83er noch dazu und ja, das war's dann auch, aber sehr, sehr geiles Pack, muss ich sagen.
Und da hat es sich auf jeden Fall gelohnt, die 8 relativ günstigen Challenges zu machen. Und die werde ich jetzt alle mal in den Verein packen. Da habe ich schätzungsweise die anderen alle als Duplikate noch drin. Die kann ich dann nochmal abstoßen, bekomme dann zusätzlich nochmal ein paar Coins. Das machen wir jetzt einfach mal schnell. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zum Team der Woche Set. So, und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Videos. Ein Team der Woche Spieler tauschbar sogar. Also, wenn wir hier Glück haben, es gibt 8 Walkouts im aktuellen Team der Woche, dann können wir hier richtig Coins rausholen. Die Spieler sind natürlich schon ein bisschen gefallen im Preis, aber trotzdem wäre es richtig geil. Ich würde mich riesig freuen über einen von den beiden Bayern-Spielern, über Robben, über Lahm und natürlich auch über die anderen Walkouts selbstverständlich. Aber ich denke mal, die Chance wird relativ gering sein, trotzdem, dass wir hier einen Walkout bekommen. Aber ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, drücken einfach mal drauf und es ist kein Walkout. War zu erwarten. Mal schauen, wer es sein wird. Stürmer von Olga Zenit, Balotelli, richtig geil. Balotelli, das ist eine, oder das ist eigentlich die beste Karte nach den Walkouts. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Mal schauen, was der Wert ist. 50k. Ja, der hat auch ganz solide Werte, muss ich sagen. Also die Karte ist auf jeden Fall nicht schlecht und für eine Top-Partie 50k in Form. Und wir mussten nicht so viel investieren eigentlich. Von daher ist es auch sehr, sehr geil. Und ich denke mal, mit der Road to Glory könnten wir da auch ein bisschen Gewinn rausholen. Mit dieser SBC. Von daher ist es schon mal was, was ich auf jeden Fall zum Start mal machen werde. Packen wir mal auf die Transferliste. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wie gesagt, die Lewandowski SBC wird jetzt die nächsten Tage starten. Wahrscheinlich am Sonntag das erste Video dazu. Dann werden natürlich auch noch Foot Champions, monatliche Belohnungen, wöchentliche Belohnungen morgen kommen. Und ja, dann, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein.